Aber das große Thema, was uns jetzt über die letzten Tage erreicht hat, das ging am Donnerstag los, über Silvester, das ist jetzt der Iran. Ja, wen hatte das jetzt wirklich gewundert? Also hier gibt es jetzt Proteste. Bringen wir es uns mal ganz kurz auf den Stand, wo wir hier sind. Seit Donnerstag gibt es Proteste im Iran, erstmal in der zweiten Reihe. Dann hat sich das mehr übers Land ausgebreitet. Die iranische Regierung reagiert noch ausgesprochen zurückhaltend bisher. Wir haben nicht die Sondereinheiten auf die Straße geschickt, haben nicht die zivilen Einheiten auf die Straße geschickt, wie sie das vor Jahren schon mal gemacht haben, sondern versuchen momentan zu deeskalieren, versuchen auf die Forderungen der Protestierenden weitgehend einzugehen oder in vielen Bereichen mal einzugehen. Und das, obwohl dort sehr viel Gewalt ausgeübt wird seitens der Protestierenden. Ein Polizist wurde erschossen, das heißt, dass aus den Reihen der Protestierenden in die Gruppen geschossen wird, also hier provoziert wird. Nun, das kennen wir alles schon, das haben wir in den letzten Jahren so oft gesehen, wo Staaten, die uns nicht bequem waren, plötzlich Proteste erlebt haben. USA und Israel unterstützen natürlich die Proteste im Iran massiv. Auch Gabriel fordert ein Recht auf Versammlungsfreiheit, an das sich der Iran zu halten hat. Nun, wie das dann in Saudi-Arabien gehalten wird, da haben wir es mit der Versammlungsfreiheit nicht so. Ne? Oder in China, da pochen wir nicht so drauf, dass die sich hier versammeln und protestieren dürfen. Aber das ist ja auch nicht in unserem Interesse. Reuters berichtet über Angriffe auf Polizeiwachen im Iran. Soweit zu den friedlichen Protesten. Die Protestgründe, die uns genannt werden, die muss man sich mal genau anschauen. Da geht es um höhere Eierpreise. Mhm. Höhere Eierpreise sind also der Grund für groß ausgreifende, gewalttätige Proteste im Iran. Pläne, in Zukunft die Benzinpreise zu erhöhen, würden die Bevölkerung auf die Barrikaden treiben. Wir stellen dazu fest, dass Saudi-Arabien zum 01.01.18, also per gestern, die Benzinpreise um 80% erhöht hat, weil denen das Wasser im Hintern kocht, weil ihnen die Einnahmen wegbrechen und die Mehrwertsteuer wurde angepasst. Aber haben Sie von Massenprotesten in Saudi-Arabien diesbezüglich gehört? Nicht so, ne? Aber im Iran soll der Plan, in Zukunft mal irgendwann die Benzinpreise zu erhöhen, jetzt schon zu diesen Protesten führen. Kann man glauben, kann man auch lassen. Ja, und dann die Wut über die finanziellen Hilfen der Regierung für die Palästinenser. Das machen die natürlich schon seit Jahren und die sollten das Geld lieber für die eigene Bevölkerung ausgeben. Naja, ob das ausreicht, um diese Entwicklung momentan zu erklären, ich weiß es nicht. Dann wird uns gesagt, es ist der Protest wegen der wirtschaftlichen Verzweiflung der Iraner. Die hohe Arbeitslosigkeit von 12% würde diese Proteste begründen. Wir halten an dieser Stelle fest, Iran hat eine Arbeitslosigkeit von 12%, Spanien von 17%, Griechenland von 22%. Die Jugendarbeitslosigkeit im Iran wäre so dramatisch, deshalb würden die auf die Barrikaden gehen, von 29%. Jugendarbeitslosigkeit ist die Rede. Wir halten fest, Italien 35%, Spanien 38%, Griechenland 40%. Sehen Sie gewalttätige Massenproteste in Italien, Spanien und Griechenland und Angriffe auf Polizeistationen wegen der hohen Jugendarbeitslosigkeit? Also im Iran ist die niedriger als in Europa in vielen Bereichen. Und wir nehmen das als Anlass, den Iran zu maßregeln. Die schlechte wirtschaftliche Lage im Iran, nun das Bruttoinlandsprodukt ist im letzten Jahr um 12% gestiegen im Iran, so und das trotz der Sanktionen etc. pp. Nun, meine Damen und Herren, fassen wir es zusammen, was es geht. Es ist der gleiche Ablauf wie in Syrien und wie in anderen Ländern des Mittleren und Nahen Ostens in den letzten Jahren. Hier soll eine Regierung gestürzt werden, hier werden entsprechend Proteste angeschürt. Wir wissen inzwischen längst, wie das in Syrien gelaufen ist, mit welcher Vorbereitung das passierte. Und jetzt passiert das Ganze im Iran mal wieder. Mal sehen, wie die Mullahs darauf reagieren, ob sie das eingedämmt kriegen oder ob das der Ablauf auch hier funktioniert. In Syrien war das ja nicht sonderlich erfolgreich. Allemal können wir festhalten, das Pulverfass nahe Mittlerer Osten, das wird 2018 ganz, ganz maßgeblich sein. Das, glaube ich, müssen wir ganz groß oben drüber schreiben. Und hier wird sich einiges tun, sei es in Palästina, sei es in Syrien, sei es in dem ganzen Bereich des iranischen Halbmondes, also von Iran über jetzt Irak, Syrien bis in den Libanon hinein und natürlich auch Gaza. Also hier wird es jetzt die große Auseinandersetzung geben mit den Saudis, Israel und USA im Verein auf der einen Seite und den Iran nahestehenden Ländern auf der anderen Seite. Das Thema wird 2018 ganz groß sein. Deshalb nehmen wir diese Meldungen auf, lassen wir uns aber nicht für blöd verkaufen, nehmen wir die Informationen so, wie sie sind, wissen wir, es geht hier um Strategie, es geht um große Themen und ganz bestimmt nicht um die Eierpreise im Iran.